Herzlich willkommen, meine werten Motorsportfreunde, zum ersten Rennen der DTM Fantasy Liga hier live aus Hockenheim in Deutschland. Ja, wo sollte eigentlich auch die deutsche Turnmeisterschaft beginnen als in Deutschland? Und von daher, ja, geht das erste Rennen los. 13 Runden werden hier gefahren und ich gehe mit euch einmal die Startaufstellung durch, damit ihr erstmal seht, wer wo steht. Also, Bruno Spengler startet hier von der 1. Gefolgt von Gary Paffett auf der 2. Dritter Matthias Ekström, vierter Martin Tomczyk, fünfter Timo Bernhard. Einer der Fahrer, der eigentlich nicht in der Liga wäre, aber von einem Manager, es gibt vier Manager hier, ins Leben gerufen worden ist. Timo Scheid auf der 6. Siebter Jamie Green, achter Timo Glock, neunter Marco Wittmann, zehnter Mike Rockenfeller, Andy Prio auf der 11. Sven Rogers. Auch jemand altes Bekanntes hier auf der 12. Guido van der Garde, kennt vielleicht auch einige von euch auf der 13. Dominik Dazas, auch jemand Neues, ein Rookie hier auf der 14. mit dabei. Pascal Wehrlein auf der 15. 16. Dirk Werner. 17. Robert Wickens. 18. Christian Vitoris. 19. Robin Lindbeck, auch jemand Neues. Kennt ihr zumindest noch nicht. Lukas Merten kennt vielleicht einige von euch. Der war ja doch ziemlich dominant in der World Series bei Renault. Hier sieht es ein bisschen schlechter aus für ihn momentan erstmal. Dennis Allesund auf der 21 und Dietmar Gazi auf der 22. Also viele, viele Rookies hier auf den ja ziemlich hinteren Plätzen. Mal schauen, wie es im Rennen ausgeht. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß hier beim ersten Rennen der DTM Fantasy Liga hier live aus Hockenheim. Und los geht's. Die Ampeln waren ziemlich schnell aus. Und Bruno Spengler scheint da sehr gut wegzukommen. Ja, viele Fahrer gehen da ziemlich weit raus, aber es sieht noch alles ganz gut hier erstmal aus. Also Bruno Spengler scheint erstmal die Nase vorne zu haben. Und zwar doch ziemlich weit vorne zu haben. Er vertut sich da jetzt ein bisschen und jetzt hier auf der 2 ist Martin Tomczyk. Und der sitzt hier auch richtig gut dran. Mal schauen, ob da vielleicht gleich sogar ein Angriff kommt. Nein, da kommt erstmal jetzt keiner. Boah, wird ein bisschen geschoben, das ist okay. Wenn es alles mit Fernmitteln abgeht, ist das klar. Ein bisschen wird er immer geschoben in der DTM. Und ja, also, zweiter Tomczyk, dritter schon Bernhard. Boah, Bernhard, der hat schon ordentlich nach vorne gearbeitet. Timo Glock auch schon auf der 4. Fünfter Gary Paffett, also von der 2 auf die 5 zurückgefallen. Mike Rockenfeller auf der 6. Siebter Sven Rogers hat sich von der 11 nach vorne gearbeitet. Achter Marco Wittmann. Neunter Matthias Ekström. Zehnter Timo Scheider. 11. Guido van der Garde. 13. die 12. Jamie Green. Andy Prio auf der 13. 14. Dirk Werner. 15. Pascal Wehrlein. Der muss jetzt hier versuchen, da vielleicht vorbeizukommen, damit die Lücke nach vorne nicht zu groß wird. Robin Lindbergh hat sich schon nach vorne gearbeitet. Vitoris hier auf der 17. Robert Wickens auf der 18. 19. Dominik Dazas. 20. Dennis Allesund. Ja, der verliert jetzt hier einen Platz, so wie es aussieht, oder auch nicht. An Lukas Merten? Nein. Letzte Tavogazzi. Dietmar Gazzi. Sucht ihr jetzt Onboard aus, natürlich. Ja, und da, ja, kurzes Zeigen, kleiner Rempler. Und jetzt versucht Lukas Merten da jetzt doch wieder vorbeizugehen. An Dennis Allesund, das geht ja aber jetzt erstmal hier nicht außen vorne. Ja, da kommt der Angriff jetzt. Boah, Tomczyk da ziemlich wild. Verliert aber gleich wieder den Platz. Wird zurückgereicht auf die 2. Marco Wittmann, kann er hier eventuell weiter nach vorne gehen? Vorbei an Rogers vielleicht? Fragezeichen. Schöne Helmkamera. Und Runde 1 ist geschafft. Ob es nun hier Boxenstopps gibt, kann ich euch leider momentan nicht sagen. Das müssen wir abwarten. Und da sehen wir schon Matthias Ekström. Der Situation allerdings jetzt ziemlich nicht vorbeigekommen.
Tomczyk fährt die schnellste Runde auf der 2. Nun kommt diese Runde wieder der Angriff von Tomczyk. Und wenn ja, geht es sich diesmal besser aus. Ne, diesmal kommt kein Angriff. Wie sieht's hier hinter aus? Nö, da wird zwar ein bisschen geschoben, aber das ist alles noch ganz okay. Wie sieht es auf den hinteren Plätzen auf? Lindberg dann auch immer. Der Dick Werner, der kommt Pascal Wehrlein einfach nicht vorbei momentan. Wäre eigentlich wichtig für ihn. Und Andy Priot ist hier so 13 hinterher einsam und verlassen. Und Timo Scheid ist da auch an Matthias Ekström dran, ne? Aber die haben natürlich alle so ein bisschen selbst Windschatten. Bruno Schwengler fährt jetzt die schnellste Runde. 1:33,9. Ja, da kommt jetzt einfach mal von Timo Scheide der Angriff gegen Ekström. Das jetzt erstmal. Ja, hat Ekström Glück gehabt. Davor haben wir jetzt hier Marco Wittmann vielleicht jetzt an Sven Rogers. Der hat nämlich da den Fehler gemacht. Aber es kommt kein Angriff. Und Timo Glock ist jetzt auf der 3. Der. Ah, okay. Das war letzte Runde schon. Gar nicht aufgefallen. Also Timo Glock jetzt auf der 3. Bernd hat jetzt nur noch auf der 4. Und Bernhard hat da auch verloren an Timo Glock. Er könnte vielleicht jetzt sogar nach vorne ein bisschen hin aufholen. Weil auch Bernhard baut da aus. Der muss nämlich selbst aufpassen, weil das Gary Peffelt. Und hier haben wir Tomczyk. Der ist weiterhin dran an Bruno Spengler. Mal keine neuen schnellsten Runden hier. Ja, und da macht jetzt Spengler den Fehler. Spengler hat den Fehler gemacht und damit ist jetzt Tomczyk vorbei. Schauen wir nochmal ganz schnell die Szene an. Vertut er sich wahrscheinlich einfach? Ja, vertut sich ein bisschen. Und das macht die Tür auf für Tomczyk und der nutzt das natürlich aus. Damit jetzt der Deutsche auf der 1. Und jetzt Peffelt gegen Bernhard. Ja, da hat aber Bernhard Glück. Bleibt erstmal auf der 4. Gary Peffelt auf der 5 muss jetzt aufpassen, weil da kommt Rockenfeller angeflogen. Der Rockenfeller ist Sven Rogers. Sind jetzt alle hier aufgerückt. Und da probiert jetzt Wittmann. Der hält einfach mal kräftig rein. Und das geht sich hier auch aus für ihn, so wie es aussieht. Da muss der Mann aus Neuseeland jetzt zurückstecken, so wie es aussieht. Tomczyk fährt die schnellste Runde. Sofort mit freier Fahrt. Und jetzt ist Wittmann durch und Rogers damit nur noch auf der 8.
Ja, jetzt vertut sich der Wittmann aber fast. Und dahinter haben wir jetzt Scheider ist das gewesen. Der Scheider ist jetzt doch wieder nur auf der 10. Aber vielleicht könnte es jetzt klappen. Er ist jetzt hier außen. Wenn sich jetzt Ekström vielleicht ein bisschen verbremsen tut. Und Ekström ist da extrem spät. Der schiebt da noch den Rogers raus. Ja, und so schnell geht das für Rogers. Von 8 auf 10 nur innerhalb von einer Kurve. Und für Timo Scheider ging es von 10 auf 8. Und für Ekström ist es noch immer der 9. Platz. Also da hat sich jetzt nichts dran geändert. So, Pep wird noch immer auf der 5. Der muss erstmal wieder aufholen. Und vorne, Tomczyk setzt sich da jetzt richtig ab von Bruno Spengler. Da genießt jemand jetzt wohl die freie Fahrt da vorne. Und wie sieht es auf der 14 auf? Da ist nochmal Werner vor Lindbeck. Lindbeck ist jetzt vorbei an Vitoris. Pascal Werner nimmt nämlich nur noch auf der 17. Wiggins auf der 18. 19. da saß. Merten. Alesund hat jetzt einen verloren gegen Merten und Gartner noch immer der Letzte. So, jetzt ist natürlich interessant sein, oh, es wird interessant sein zu sehen, ob sich Lindbeck eventuell ranarbeiten kann an Dirk Werner. Und Bernhard ist jetzt hier wieder in Gefahr. Und jetzt kommt der Angriff. Pfeff wird da wirklich sehr spät auf der Bremse. Geht hier erst diesmal für ihn aus? Nein! Bernhard ist wieder besser beim Rausbeschleunigen. So, Scheider. Ja, und jetzt muss Rochester auch noch aufpassen, dass er nicht noch gleich seinen 10. Platz verliert, weil das wären Punkte für ihn. Oder zumindest ein Punkt schon mal. Und Jamie Green. Der ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, ein Punkt im ersten Rennen wäre mehr wichtig. Und Lindbeck ist vorbei an Werner. Also das ging im Vergleich von Pascal Wehrlein doch ziemlich schnell. Und jetzt macht sich der Schwede hier auf den Weg. Nach vorne vielleicht. Uiuiui, und da verliert Werner jetzt gleich noch einen Platz, so wie es aussieht. Gegen Wehrlein. Ne, das ist nicht Wehrlein. Hier ist Wehrlein eigentlich. Das war Christian Torres. Ja, da schiebt Vitoris dann schon mal ein bisschen hinten an. So, Guido van der Garde auf der 12. Sven Rotsch noch mal auf der 10. Hat jetzt ein bisschen Abstand. Vielleicht greift er jetzt dann noch mal ein bisschen nach vorne an. Während hier Gary Paffett noch immer seine Zähne an Bernhard ausbeißen tut. Spengler muss immer weiter abreißen lassen. Eine Sekunde jetzt fast schon. Ja, beide kommen hier gut rum um die Ecke. Die Ecke, die Spengler wahrscheinlich den Sieg gekostet hat. Aber er ist zu weit weg. Und hier Rockenfeller gegen Wittmann. Wittmann ist dran.
reicht aber nicht aus. Oh, alle sind hier doch in Sicherheitsabstand, sage ich mal. Ja, und Lindbergh muss da auch jetzt wieder aufpassen. Da ist nämlich... Werner lässt sich da jetzt in dem Fall nicht abschütteln. Ja, und Timo Glock ist, glaube ich, in der Box, ne? Kann das sein? Ja, Timo Glock ist in der Box. Steht auch ziemlich lange. Fährt jetzt auch auf den letzten Platz zurück. Steht ziemlich lange, lange. Ui. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt hier kein zu langer Boxenstopp war. Da ist auf jeden Fall Gazi. Und jetzt gucken wir natürlich nach vorne, weil da ist Tomczyk und Spengler. Und kann natürlich gut sein, dass noch jemand anderes auch noch in die Box kommt. War jetzt hier ein Angriff? Nein, Wittmann greift nicht an. Und da greift jetzt mal Sven Rogers wieder an. Weil auch Ekström ist wieder vorbeigegangen an Scheider. Und Rogers damit jetzt auf den 9. Natürlich Boxenstopps könnten unter Umständen natürlich immer Vorteile sein für die Leute, die... etwas kürzer in der Box stehen, weil Timo Glock zum Beispiel stand er jetzt doch ziemlich lang. Aber schauen wir, wir haben noch 4 Runden. Also, wie gesagt, ich wusste nicht, ob es Boxenstops gibt, aber jetzt ist es eigentlich offiziell bestätigt, dass es Boxenstops wahrscheinlich geben wird. Und mal schauen, wann die anderen Herren in die Box kommen. Sehen wir hier irgendwas? Nein. Hier kommt auch niemand weiter erstmal in die Box. Bernhard auch nicht, Peffert auch nie. Also, ja, Timo Glock, was, warum der denn in der Box war, das ist dann wieder die andere Sache. Dann hier haben wir Timo Glock, der einzige, der in der Box war. Also sehen wir vielleicht noch jemand anderes noch in der Box. Auf jeden Fall schon komisch, dass Timo Glock als einziger jetzt in der Box war. Das ist auch mit Abstand natürlich jetzt letzter. Aber wir sehen an sich die Rundenzeiten aus. Bei 1,34er, mittlere bis 1,35er, die schnellsten waren 1,33,4. Also die Reifen anscheinend lassen jetzt schon nach. Um eine Sekunde etwa. Selbst natürlich, wenn Timo Glock jetzt schneller ist als jeder andere, sage ich mal, würde ihm das wahrscheinlich nicht sehr viel bringen. Mit den frischen Reifen. Bei Tomczyk kommt noch immer nicht rein. Nummer 2 auch nicht. Bruno Spengler nämlich. Bernhard auf der 3. Beffett auf der 4. Rockenfell ist er noch immer in Gefahr, so ein bisschen. Momentan würde Green den letzten Punkt bekommen. Es sind noch 2 Runden. Und Timo Glock fährt gleich mal auf Anhieb die schnellste Runde. 1,32,8,4,6. Und Rogers nochmal an Scheider? Nein. Und da vorne Wittmann.
hat ein bisschen rausgeguckt. Und Wittmann muss natürlich jetzt aufpassen. Ekström ist jetzt auch dahinter. Die beiden hatten auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Vorsprung vorher gehabt auf die 7. Den haben sie jetzt auf jeden Fall komplett eingebüßt und Ekström probiert hier. Und Tomczyk geht in seine letzte Runde. Der hat 1,8 Sekunden Vorsprung auf Spengler. Da wird wohl nichts mehr anbrennen. Und Timo Glock fährt wieder die schnellste Runde. Ui, und da, ja, da war jetzt ein kleiner Fehler vielleicht drin. Schauen wir mal nach vorne. Gibt es da vielleicht jetzt noch einen Angriff? Gary Paffett, Angriff? Ja, nein? Nein. So, das wird wohl keiner. Wittmann greift hier auch nicht an. Extrem auch nicht. Oh, scheiße, extrem spät. Rogers muss aufpassen. Green vielleicht nämlich noch? Nee. Rio auch nicht. Lindberg auch nicht. Werner auch nicht. Vitoris. Alle bleiben jetzt hier brav hintereinander. Und da ist schon Timo Glock. Der hat sich jetzt schon an die Gruppe rangearbeitet wieder. Und ja, wir gehen mal nach vorne. Weil Tomczyk ist bereits im Motodrom. Und damit hat er es gleich geschafft. Tomczyk wird sich den ersten Sieg in der Saison holen. Nach einem Fehler von Bruno Spengler. Allerdings muss man auch sagen, nach diesem Fehler hat Bruno Spengler doch sehr, sehr viel an Abstand und auch Zeit verloren, muss man sagen. Aber herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an Martin Tomczyk auf der 1 hier, gefolgt von Bruno Spengler auf der 2. Dritter Bernhard. Vierter wird Paffett. Fünfter Rockenfeller. Sechster Wittmann. Siebter Ekström. 8. Scheide, 9. Rogers, 10. Green, 11. wird Guido van der Garde, 12. Prio, 13. Lindberg, 14. Werner, 15. Vitoris, 16. Wehrlein, 17. Wiggins, 18. Albuquerque, nee, 18. wird Dasas, Entschuldigung, ich habe auf die Namen gerade geguckt, Gazi auf der 19, Allesund 20, 21 ist Lukas Mertin und auf der 22. und letzter ist ja, Timo Glock, der in der Box war und nachher am Ende eigentlich die schnellsten Zeiten gefahren ist. Allerdings, ja, wenn man in die Box geht, dann hat man natürlich auch frische Reifen. Und das war es jetzt hier erstmal vom Nürburgring, Hockenheimring. Und ja, wir sehen uns wieder zum nächsten Rennen. Bis dahin, dann sage ich mal ciao und vielen Dank fürs Zuschauen.